Also wir sind das Projekt Anti-Surveillance-Router und ja, wie schon im Vorhinein erwähnt, wir haben uns mit dem Problem von Überwachungskameras beschäftigt. Genau, das zugrunde liegende Problem. Wir wollten eine sichere Routenplanung haben, ohne die Überwachung in der Öffentlichkeit, und wollten halt sicher von A nach B kommen. Und dafür haben wir halt probiert, eine Routenplanung zu finden, womit man Sicherheitskameras umgehen kann und das Ganze auch vereinfachen. Wie wir das Ganze gelöst haben, wir haben daraufhin eine Website kreiert, wo man ohne Anmeldung einfach ganz einfach seine Route eingibt und es dir dann den besten Weg ohne Sicherheitskameras raussucht. Wie wir das alles umgesetzt haben. Wir haben mit Leaflet eine Karte angezeigt. Dann haben wir die API von Graphhopper benutzt, um eine Route zu generieren und die Kameradaten von OSM benutzt, die wir an Graphhopper weiterschicken, damit Graphhopper uns eine Route zurückgibt, die um die Kameras herum geht. Genau, bei dem Projekt haben wir natürlich auch einiges gelernt. Also, genau, darum geht es ja auch. Zunächst mal den Umgang mit Karten auf Webseiten. Also, wie man eben eine Karte, in diesem Fall, wie ja schon gesagt wurde, haben wir Leaflet benutzt, wie man die auf einer Website einbindet und die eben mit Informationen füttert und ihr dann sagt, dass sie auch einem wieder Informationen zurückgeben soll und ihr dann anzeigen soll. Und dazu passend dann auch Geocoding, damit hat man noch nichts gemacht und das beschreibt eigentlich einfach nur die Umsetzung eines Ortsnamens. Also sagen wir, man sucht jetzt nach Hamburg und möchte das dann auf der Karte anzeigen, dann ist das am einfachsten, das in Koordinaten zu übertragen und eben mit diesen Koordinaten dann weiterzuarbeiten. Und an dieser Übertragung, ja, die war noch neu und das hat man dann eben dazu gelernt. Dann haben wir auch eine Live-Demo. Da muss ich, glaube ich, einmal. Genau. So. Das hier ist unsere, ja, unsere Internetseite. Hier oben rechts in der, links in der Ecke kann man dann nach einem Ort suchen. Also nehmen wir jetzt einfach als Beispiel Hamburg. Da kriegt man unten Vorschläge, also Ortsvorschläge. Und dann kann man auswählen, ob man diesen Ort als Start- oder Zielpunkt haben will. Also nehmen wir das mal als Startort. Dann kann man schon sehen, hier der Marker. Ups, jetzt habe ich aus Versehen dazugefügt. Moment. So, also hier. Na, also hier, der Marker ist nach Hamburg gewandert, der eine. Und dann können wir auch ein Ziel festlegen. Also nehmen wir einmal Berlin als Beispiel. Okay, die Suche läuft noch nicht ganz optimal, aber eigentlich sollte man das auswählen können. Genau, jetzt. Das kann man dann als Ziel definieren. Achso, das ist jetzt blöd, weil da aus Versehen noch einer dazugekommen ist. Moment. Genau, wir haben halt hier. So, Start. Und Ziel. So. Jetzt wird uns eben angezeigt, eine Route von Hamburg nach Berlin. Genau, wir haben halt die beiden Orte, Hamburg und Berlin, als Geokoordinaten an das erwähnte Graphhopper geschickt und haben dann eben eine Route zurückbekommen, die hier eingezeichnet ist. Und unsere Idee war dann eben, dass wir Punkte angeben, wo Kameras sind. Diesen Datensatz haben wir von OpenStreetMap und diese Punkte dann eben blocken und
somit dann eine Route berechnen, die möglichst überwachungskamerafrei ist. Genau, dann was wir gerne dann vielleicht später noch hinzufügen wollen, sind einmal verschiedene Transportmittel, zum Beispiel das Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel und dann halt auch andere Routen oder halt noch Prioritätenwahl, dass man sozusagen entweder zwischen Sicherheit und Geschwindigkeit auswählen kann, dass er dir entweder eine schnellere Route, wo dann der Kameraradius aber weniger ist, oder eine sichere Route, die natürlich dann auch länger dauert. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit und hier ist noch der Link zu unserem Projekt auf GitHub. Das kann man sich dann einfach frei runterladen und auch direkt bei sich laufen lassen.